Hallo Beauty und herzlich willkommen bei Koman Lashes. Mein Name ist Kerstin und wie du deine DNA-Wimpernverlängerung selber klebst, das zeige ich dir jetzt. Bevor wir starten, zeige ich dir unsere zwei verschiedenen Wimpernarten. Einmal die Endless Lashes, diese sehen so aus und die gibt es in verschiedenen Stärken und verschiedenen Längen. Die 03 sind mit mehr Volumen, die 07 sind etwas natürlicher. Unsere Empfehlung von Koman Lashes an dich ist, dass du mit zwei Endless Wimpernbändern arbeitest, und zwar vorne mit etwas kürzeren und hinten etwas längeren. Und mit zwei Wimpernbändern kommst du bis zu 4 Wochen aus. Unsere We Love Lashes Boxen gibt es natürlich auch in verschiedenen Längen und verschiedenen Styles. Ein dieser Box hält dir 3 bis 4 Wochen. Unsere Wimpern halten bis zu 10 Tagen mit unserem Pro Glue, und wie das jetzt geht, das zeige ich dir. Für dieses Video verwende ich heute den Style von der We Love Lashes Box. Und zwar in dieser Box sind 10, 12 und 14 drin und das ist die C2. Und diesen Style werden wir jetzt setzen. Als erstes verwenden wir den Pro Glue. Das ist der Wimpernkleber, der sieht so aus. Und der ist wie eine Mascara aufgebaut. Das bedeutet für dich, dass du den ganz einfach auf deine Wimpern wie eine Mascara aufstreichen kannst. Ich zeige dir das jetzt. Unser Wimpernkleber ist ein Professional Wimpernkleber. Das bedeutet für dich, der hält bis zu 10 Tagen deine Wimpern. Und schon kann es losgehen. Als erstes eine Seite einstreichen und dann die Wimpern schon setzen. Als erstes nehmen wir die Zehner und setzen die ganz vorne. Dazu hebe ich mein Lid ein bisschen hoch und klebe sie dann unter die Wimpern dran. Und die ersten sind schon dran. Als zweites nehme ich auch eine Zehnerwimper und setze sie daneben. Und weiter geht's mit den 12ern. Zum Abschluss verwende ich ganz außen die Nummer 14, um gleichzeitig einen leichten Cat-Eye-Style hervorzuheben, und die Augen kommen so auch viel größer raus. Um die Lashes jetzt perfekt zu fixieren, nehmen wir die Pinzette und pressen diese jetzt zusammen. Die Wimpern sind jetzt richtig fest, und zwar wenn ich jetzt hier so dran ziehe, siehst du, dass die bombenfest sind. Zum Abschluss verwenden wir jetzt den Ziel, und zwar um leicht die Kleberreste wegzunehmen, sodass die Wimpern, wenn man die so anfasst, nicht mehr kleben, und noch dazu als Schutz für die Wimpern und zum Versiegeln des Klebers. So, jetzt machen wir die andere Seite. Let's go!